nicht drankommen, da jetzt darf ich natürlich nicht immer sagen, was ich direkt mache, ne? Also jetzt mache ich mal einen Pass hier. Ach ja. Jetzt mach einen Pass. Ich tu mal so, als würde ich das nicht hören. Alles. Ja, Leute, und wir kommen zu FIFA 15. Ich starte heute ein neues Projekt mit dem lieben Haldor 87HD, dem alias Sven. Grüß Gott. Grüß Gott, genau. Wir werden heute anfangen, online zu zocken. Und wir werden so gut wie jeden Modus mal ausprobieren. Hier den Pro Club oder Season oder Coop Season. Aber wir zocken heute erstmal ein Freundschaftsspiel. Oh, ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. So, dann muss ich dich jetzt einladen erstmal, ne? Richtig, genau. Habe ich das gerade? Ich hoffe, ich krieg das hier noch hin. Ja, da hat was geblinkt. Wie war das nochmal? Schiff F1, genau. Spiel beitreten. Genau. Ich kann ja irgendwie schon die Mannschaft auswählen. Ja, genau. Also, ja, was machen wir? Ja, ich würde sagen, es muss schon fair bleiben. Ne? Also wenn du jetzt Köln nimmst, also wir sind ja beide FC-Fans, ne? Richtig. Am Rande erwähnt, dann nehme ich natürlich auch das, was so jetzt nicht überdimensional stark ist. So, dann nehme ich sowas wie Barcelona. Das müsste ja schlagbar für dich sein als alter Profi. Ja, sicher, klar doch. Alter Profi hier. Nee, keine Ahnung. Wir können ja was Hohes nehmen, keine Ahnung, zum Beispiel BVB oder sowas, und du nimmst irgendeine andere Mannschaft. Oder wir nehmen halt was Kleines, wie zum Beispiel Köln gegen, sag, irgendwas anderes, mir ist egal. Ja, wir können auch Köln gegen Hannover nochmal so ein Remake-Match oder sowas machen. Oder? Könnten wir auch machen. Wir haben ja, Köln hat ja verloren, 1-0 gegen Hannover, ist ja letztens gelaufen. Können wir ja, zum Beispiel nachspielen. Hannover? Könnten wir ja nachspielen. Ich könnte schon gar nicht mehr mit. Wir haben noch verloren. Ach, die Türken haben jetzt ihre eigene Liga. Richtig. Das ist ja gar nicht. Die Super League ist auch jetzt dran. Die Super League? Die Super League, Junge. Die ist so super, die League. Ja, dann mach. Dann nimm Köln, nimm deine Mannschaft. Ich nimm dann... Okay. Ja, dann nimm du Hannover, dann nimm ich Köln. Okay. Ja, dann nimm ich mal Hannover. Hab ich das jetzt hier bestätigt? Ah, jetzt. Ja, genau. Bestätigen. Warte, wir waren auswärts, ne? Das heißt, wir sind in dem hier gestartet, ne? Bist du sicher, dass das gegen Hannover war? Dass wir gespielt haben. War doch gegen Hannover jetzt am Mittwoch, war doch gegen Hannover, oder? Ich glaube nicht, ich weiß es aber auch nicht mehr. Ich meine, es wäre Hannover gewesen, ist auch egal. Ach, ist ja auch egal. Wir spielen einfach, passt schon. Das Spiel ist in Rot, ne? Das müsste eigentlich am besten vom Kontrast her passen. Ja. Da hatte ich genau ins Teammanagement, ich will sagen, nicht dabei haben. Ja doch, wir haben gegen Hannover gespielt, weil der Bietencourt, da musste ich über den Namen ein bisschen schmunzeln. ja. Keine Ahnung, ich kenne keine, ich werde einfach spielen. Ja, ich gehe mal in die Aufstellung gerade. Ich will hier die 4-4-2 nehmen, auf jeden Fall. Die habe ich auch in meiner Karriere angefangen. Das hat nämlich die auch. So. Okay. Ja, ich bin soweit. Wir können loslegen. So. Wunderbar. So, jetzt kann ich hier gegen Hannover. Ne, gegen Timo Horn mache ich jetzt ein Tor. Oh, yeah, war drinne. Uja hat getroffen. Das ist natürlich immer wieder dasselbe. Das Schöne ist ja dabei, dass es über deine Aufnahme und meine zärtliche Stimme nur zu hören ist. Ich schieße ein Tor nach dem anderen. Das ist kaum zu glauben. Das Tor wackelt nur. Oder auch nicht. Ah nein, ich habe die deutschen Kommentatoren drin gelassen. Mist, die sind ja so schlecht. Scheiße. Ja, das ist direkt das, was ich im Hauptmenü geändert habe. Weil die wiederholen sich nur. Ah, du hast Anstoß. Ja, dann... Sehr gutes Spiel hier. Ja. Weißt du, wie es ausgehen wird? Das weiß ich jetzt schon. komm schon. Ah, sauber. Ball gekriegt. Nein, Schuss speichern. Ah, super. I love it. Komm schon. Ui. Ha. Timo, der letzte Mann bei Köln. Der kriegt alles hin. Der letzte Mann. Ja, hallo? Kann man zweideutig verstehen. Ja, okay, gut. Eigentlich schon, hast recht. Ach, oh. Das war ein Spitzenkopfball. Ja, natürlich. Nee, ein guter Kopfball, der sieht wirklich anders aus.
Ja, aber so schlecht war er gar, doch dann gar nicht, wa? Jetzt schon wieder los. Was ist denn jetzt hier? Eine Ecke nach der anderen, oder was? Nee, jetzt hab ich wieder. Also da kann er nicht rankommen, da jetzt darf ich natürlich nicht immer sagen, was ich direkt mache, ne? Also jetzt mache ich mal einen Pass hier. Ach ja. Jetzt mach einen Pass. Ich tu mal so, als würde ich das nicht hören. Alles. Also das, was mir bei dem FIFA unglaublich schwer fällt, ist die Verteidigung. Also auch wie bei 14 schon, oder ist, ich finde es noch eine Idee schärfer, zu verteidigen. Das ist. Also ich habe da echt noch meine Probleme und ich werde da auch noch ein paar Wochen dran zu beißen haben, bis ich da wieder drin bin. Also das ist auch ein komplett anderes Spiel, wenn du überlegst, wenn du vorher auf der PlayStation gespielt hast und jetzt auf dem PC mit der neuen Grafik, mit der neuen Mechanik und alles hier drin, das ist. Sag mal, das ist schon geil gemacht, aber es ist echt eine riesen Umstellung für mich. Jo, das stimmt auf jeden Fall. Also ich habe auch noch meine Probleme in der Abwehr. Ich kriege irgendwie den Ball nicht. Das ist so mein Problem. Nummer 1. Oh, ja, gut. Ja. Jetzt hab ich ihn gekriegt, mal. Ganz nein, klares nein. Goal hier. Schmiedebach. Ja. Nein. Das ist immer dieses Problem, was ich habe. Ich kriege den Ball dann nicht da weg. Also ich habe mir angewöhnt, also einfach den Ball, wenn ich hinten im Bedrängnis bin, ich drücke einfach auf B und einfach weg damit. Ich fange da gar nicht an zu fummeln an, weil bei mir geht das irgendwie immer in die Hose. Das ist ein schöner Pass. Oh, Timo Horn wieder. Nicht schlecht. Schade. Ich weiß gar nicht, was haben wir überhaupt für eine Zeit? Wir haben. Wie lange geht denn die Halbzeit? Hab ich jetzt gar nicht drauf geachtet gerade. Ja, wenn du nicht eingestellt hast, ei, das sieht sehr lang aus. Also sind das in 18 Minuten, ne? Ja, ah ja gut, das ist aber nur, weil. Oh! Shit! Jawohl, da ist es. Ja, die sich freuen in den Armen liegen. Ja gut, das ist ja. Greifen, es ist ja quasi wie in der echten Begegnung, ne? Ihr habt ja, Hannover hat ja 1-0 auch geführt und okay, dann gewonnen. Nach 5 Minuten, ne? Aber gut. Ja gut, bei uns waren es jetzt 18 Minuten, aber. War das ein Beinschuss? Das sah nach Beinschuss aus. So ein bisschen, ne? Bittenkaut. Bittenkurt. Bittenkurt, Junge. Naja. Aber das geht. Ich glaube, du hast auf 6 Minuten eine Halbzeit eingestellt oder sowas. Ja, dürfte. Oh nein. Oh, wunderschön hier von Hannover. Und da kommt der Kopfball durch. Nein. Immer noch Zillermann. Immer noch Zillermann. Nein! Lauf hin! Schieß den Ball weg! Ja, ich merke schon, gegen einen richtigen Spieler ist es schwerer wie den Computer. Das merke ich schon deutlich. Ja, natürlich, deutlich. Ne? Deutlich schwerer. Also, ich habe mir auch schon sehr schwer getan. Oh, shit, ey. Nicht schlecht. Kopfballtor kriegst du auch nicht so oft hin, muss man sagen. Ist auch schwerer geworden, auf jeden Fall. Ja, ich habe ja gesehen, da ist jetzt auch, war das vorher auch so, dass du den Schuss auch aufladen musstest, richtig, für den Kopfball? War doch vorher nicht so, oder? Ich glaube, vorher musst du einfach nur drücken, oder? Soweit ich weiß. Du konntest den auch schon aufladen, meiner Meinung. Aber ich habe da wirklich nie drauf geachtet. Weil ich bin irgendwie einer, der mit dazu aus dem Bauch heraus auflädt oder auch nicht oder wie auch immer. Oh, schieß doch! Nein! Ah, verdammt, Helmes. Warum hast du nicht geschossen? Helmes. Jetzt kommst du ja. Ah, so ein bisschen, ne? Oh, schade. Ja, ich hätte auch passen können, das stimmt. Ron Robert. Der Weltmeister. Ja, war ja auch bei der Weltmeisterschaft dabei. Als dritter Torhüter. Und ist damit natürlich auch Weltmeister geworden. Auch weil er nur Statist war. Ja, aber also ist doch trotzdem geil, ne? Gehst du mit, wirst du Weltmeister. Ja, allein das Feeling ist doch schon geil, ne? Muss auf jeden Fall. Also klar, man ist eine Mannschaft, ne? Und er ist ja auch da, wenn man ihn hätte gebraucht, sag ich mal, ne? Ja gut, aber
Trotzdem bist du Weltmeister, ne? Kannst du trotzdem von dir behaupten. Ja, das kann ja keiner nehmen, ne? Foul! Ja, das, Die Wiederholung des Tores, schauen wir uns das nochmal genauer an. Das war nicht nett. Sehr schön, die Wiederholung. Jetzt sich das Tor nochmal klatsch drinne. Ah, sehr schön. Auch die Wiederholung und so, das haben sie echt geil gemacht. Also so realistisch, sehr schönes Spiel. Da haben sie sehr gut raus, also alles rausgekitzelt, so was so jetzt so möglich war. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Macht sehr, sehr viel Spaß. War klar. Das, dieser FIFA-Teil. Ja, stimmt. Die Wiederholungen, muss ich sagen, sind richtig geil. Also, die sind eigentlich fast genau wie im Fernsehen, ne? Also, hier so eine Kamera im Tor habe ich noch nicht gesehen bei FIFA, muss ich zugeben. Letztens bei einem Tor habe ich das gesehen. Also, das ist schon nicht schlecht, auf jeden Fall. So, Freistoß. Will der hier. Was haben wir denn hier? Nehmen wir mal lieber den, weil der steht ein bisschen normaler da. Nur mit in die Abwehr. Juhu. Oh. Boah, von der Linie gerettet. Timo Horn. Supermann. Ich muss sagen, Timo Horn ist wirklich ein sehr exzellenter Torwart und aus der eigenen Jugend und muss sagen, er macht so einen Bombenjob hinten im Tor beim FC. Also was der da schon manche Dinger rausgeholt hat, da hast du wer bei manch anderen Keepern diesen damals beim FC drin gewesen. Jo, auf jeden Fall. Kann ich nur bestätigen. Wie gesagt, sind ja beide FC-Fans, daher klar. Verfolgen wir das auch. Richtig, richtig. Aber mal ehrlich, deine Meinung jetzt für unsere Zuschauer, was sagst du denn zu dem exzessiv hässlichen Trikot, was wir da haben? Dieses blaue, ich finde das. Ja, ich finde das überhaupt nicht stadtverbunden. Also ich finde immer, ein Trikot muss irgendwas mit der Stadt haben. Irgendwie die Stadtfarben genommen. Und unsere ist ja normalerweise rot-weiß. Und naja, das einzige Weiße oder Rot-Weiß ist das Rewe vorne. Ja, und, das oder ist doch die toll. Zahl. Und ja, das war's. Und ich finde das einfach, das. Ich weiß nicht, das passt irgendwie nicht. Zu den Vereinsfarben auch nicht, zu den Stadtfarben nicht. Man muss sich irgendwie damit identifizieren können, mit diesem Verein. Und ich finde es einfach nur hässlich, ganz ehrlich. Ja, also ich bin derselben Meinung. Echt, also. Wie gesagt, oder die Alternativtrikots, die schwarzen, die wir damals hatten, die gingen ja noch, die waren ja mit Rot versetzt, ne? Gingen ja eigentlich noch. Ja, und zumal Schwarz eigentlich relativ neutral ist, sag ich mal, ne? Ja, ja. Also, da ist das Blau hier. Ja, komm, schieß doch mal drauf da, Mensch. Nee, aber dieses Blau, was soll das andere sein da? Grün oder sowas? Ja, so grünlich auf jeden Fall. Was war das? Nein! Shit, Halbzeit. Sehr schön. 2-0, also das hätte ich ja nicht gedacht. Ja, und ich erst. Ja gut, also mir war das schon irgendwo klar, dass du führen wirst oder sogar gewinnen wirst, weil du spielst ja schon höhere Schwierigkeitsstufe wie ich. Ich spiele ja noch auf Halbprofi, also ich bin nur ein halber Profi, du bist ja schon. Man muss ja auch dazu sagen, 2014 hast du ja gar nicht gespielt, ne? Richtig, letzte was ich gespielt habe war das 13er. Genau, da hatten wir ja dann, hatten wir ja auch viel gemacht. Aber das 14er warst du ja gar nicht dabei. Aber muss ich auch sagen, das 14er, das hat mir auch nicht so gut gefallen. Darum habe ich es auch eigentlich erst die letzten, also bevor das 15er rauskam, habe ich es eigentlich erst angefangen zu spielen. Keine Ahnung warum. Oh. Ran. LOL. Was war das denn? Ich habe keine Ahnung, was das war. Ja, ich habe ja eigentlich mit dem Pfiff gerechnet. Ich eigentlich auch. Na, und darum bin ich eigentlich weggegangen. Aber dass der Torwart dann auch noch, oh nö, keine Lust, habe ich jetzt nicht gerecht. Ich auch nicht wirklich. So, jetzt komm mal hier. Ein Freistoß, also ein Ecktor meine ich. Freistoßtor wollte ich gerade sagen. Ah nein, lauf doch hin. Ja. Ach, wunderbare Ballannahme. Ja, wunderbare Ballabnahme. Wie? Ich habe gefoult. Natürlich, das hat man eindeutig gesehen. Das war also eindeutig du. Diese Logik von den Schiedsrichtern. Finde ich manchmal einfach nur grandios. So ein bisschen, ne? Ja, auf jeden Fall. Und nun Matthias Lehmann. Nein. Ja, sehr schön. Und nimmt dem Gegner den Wind aus den Segeln. So, jetzt einen langen Ball.
Horn. So, jetzt aber. Helmes. Was war das? Das wollte ich gar nicht. Gebe ich mal zurück. Ron Robert Sealer. Ja, das war ja ein das war doch ein richtig guter Ball, war das doch. Nein, was mache ich? Und ich verschenke das auch noch. Und was sie auch geil gemacht haben, die Flanken wechseln, wie die sich in diesen Ball reinlegen, damit er schön weit auf die andere Seite gebrecht wird. Also haben sie echt, also von der Physik und alles, echt ein Bombenspiel. Ja. Macht wieder richtig Spaß, FIFA zu spielen. Auch wenn es erst ein Tag draußen ist, also quasi ja heute. Ja, ich kam ja heute raus, ne? Ja. Ja, also ihr merkt wahrscheinlich schon, der Sven hat eindeutig mehr Ahnung von FIFA als ich. Ne? Also du kannst ja schon eindeutig mehr dazu sagen als ich. Ja, ich habe ja auch fast alle Teile gespielt von, ich glaube 2001 war mein erstes oder 2002. Das erste, was ich gespielt habe, war damals von meinem Bruder, das war das, das 99er. Das hab ich noch. Super Soccer oder wie hieß das, ne? Nee, nee, FIFA 99. FIFA 99. Wow! Ach du Scheiße, was war das denn? Da liegt jemand verletzt, also ich glaube, der hat sich am Gras geschnitten. Ja, ich glaube auch. Das ist, glaube ich, Brechko, ne? Kann das sein? Brechko. Ja, ich glaube, es war der Brechko. Ich muss gleich mal gucken, ob der immer noch verletzt ist. Wenn ja, muss ich ihn ja auswechseln. Ach Quatsch, sollen sich das doch, da, da, da ist der Verletzte. Soll ich für dich pausieren? Nee, Quatsch. Das mache ich dann gleich schon selber. Noch langt's ja. Vogt ist verletzt. Vogt, oh nein, Vogt. Vogt. Helmes! Aktuell ja verletzt. Aber hier für FIFA wurde er dann wieder belebt. Jetzt haben sie sich den Ball. Ach Mann. Was Love and Helmes, immer verletzt. Genau. Aber das ist so, ne? War ja auch schon damals immer in der ersten Bundesliga war verletzt. Sie steigen auf, Helmes direkt verletzt. Das ist, glaube ich, so angeboren von denen. Standard. Helmes kriegt er nur in die erste Liga, wenn er erstmal verletzt ist. Nein, was mache ich denn? Was mache ich denn? Voll jetzt aus im Laufen. Zu viel Angst davor, dass du jeder den Ball gegen mich verlierst. Ja. Aber ist verständlich. Genau, der Meister hier. Ha! Wie Vorteil? Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Ja. Das war ein Foul, mein Freund. Ja, gegen dich laufen. Was kann ich denn dafür? Ey, das war ja mal ein schön verzogener Schuss, du. Mann, du. Der Wimmer. Der Österreicher. Und nun Matthias Lehmann. Boretschko. Ach, der sollte eigentlich in den Lauf gehen, dass der dabei hält, aber irgendwie hing, war das nicht so der Fall gerade. Also du merkst schon, ne, wenn du jetzt mal so Spitzenmannschaften spielst und dann so Hannover. Genau, da Hannover so schlecht ist. Ja, das ist, ja gut, Hannover ist jetzt keine schlechte Mannschaft, aber das ist jetzt auch nicht so was wie Real oder ich spiele momentan viel mit London, Arsenal London, das ist schon eine ganz andere Liga, ne? Und auch das Spieltempo, was die haben, oder die einzelnen Spieler, das ist, meine ich manchmal hier, die bleiben einfach mal so eben stehen oder die Batterie ist leer, ich weiß es nicht. So ein bisschen, ne? Alles so ein bisschen träge. Oh, je, je. Oh, schade. Ja, dann da bist du immer sehr. Ui. Ja, für die Luft geschossen. Das ist halt wichtig, dass du auch große Abwehrspieler hast. Ne? Ja, sonst das stimmt natürlich. Oh, was war das denn für ein läppischer Schuss von Helmes? Ja, das ist der. Unüberwindbar, dieser Torhüter. Der Schuss der Schüsse. Ja, genau. Falkenschuss. Kickers, ne? Oder wo war das nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Ich meine, es wären die Kickers gewesen. Mit dem Falkenschuss. Ach, ich weiß es nicht. Am besten fand ich immer noch die Shaolin-Kickers. Also. Shaolin-Kickers. Nein! Ich wollte stoppen. Ich wollte stoppen. Schön abgelaufen.
Hackt das Spiel bei dir manchmal auch so ein bisschen? Also ich habe es jetzt eigentlich keine Probleme. Also muss ja mal ganz ehrlich sein, das ist das erste Mal, dass wir überhaupt auf PC uns Granatenflanke, muss man sagen, kann man mit in die Weltspitze mit aufsteigen, dass wir auf PC spielen, weil wir sind ja eigentlich PlayStation-User. Aber richtig. Wir haben uns mal gedacht, weil wir saugute Rechner uns erst alle zugelegt haben, lass uns das nochmal für den Rechner holen und einfach mal ausprobieren. Und ich muss sagen, ich vermisse meine PlayStation gerade irgendwie auch nicht. Ja, so ein bisschen, das stimmt schon, aber... Ja, der aber... Controller, ja, okay, ne, das muss man... Ja gut, okay, der Xbox-Controller... Ja, lauf du nicht zum Ball. Der Xbox-Controller ist jetzt auch nicht so schlecht, mit dem ich gerade spiele. Nein, auf keinen spiele. Fall, also sehr guter Controller. Ola, Mann, ey, ey, hast du aber Sonne gehabt. Ja, Timo, der hat alles. Ja, nur das mit dem Freischlag, also mit der Spieleröffnung hapert's. So ein bisschen, ne? Wo sind wir eigentlich? Oh, wir sind schon gleich zu Ende. Oh, wir sind schon in der Nachspielzeit. Richtig. Deswegen schade, dass ja wir gerade nicht noch ein paar schöne Tore gesehen haben. Oh, kann ich aufpassen? Oh, boah, schade. Ich weiß nicht, direkt abziehen sollen. Weil das ist ja für unsere Statistik besser, wenn wir zu Null spielen. Weil in den Freundschaftsspielen hat man ja bis zu 5 Spiele, also Best of 5 Spiele. Und da ist dann natürlich ein Sieg 3 Punkte. Und Torverhältnis dann halt jetzt plus 2. Das zählt ja für mich. Ne? Also vielleicht habe ich ja auch mal einen schlechten Tag, so wie unser lieber Sibi. Ja, schade. Also schade für dich, schön für mich. Ja, das dachte ich mir, dass das schade für mich und schön für dich ist. Ja, so ein Sieg im Auftakt ist immer, gibt einen Stärke, ne? Ja, das nächste Mal nehmen wir fairere Mannschaften, dann nehme ich Bayern, dann nimmst du dann SC Freiburg oder sowas, weißt du? Ja, genau, ja, natürlich. Dann nimmt man hier einen von... Oder vielleicht sogar Kaiserslautern, was etwas stärker ist vielleicht. Ja, ich hab auch vielleicht gedacht an, keine Ahnung, irgendwie sowas, dritte Liga England. Also RB Leipzig soll ja richtig gut sein, habe ich gehört, ne? Ja, auf jeden Fall. Okay, das ist jetzt fies, das zu sagen, vielleicht gibt es ja einen oder anderen RB Leipzig-Fan, also von daher ja, ist das echt darf fies. Man sagen. Nein, natürlich sind alle Mannschaften toll und wir wünschen auch jedem, dass er die Meisterschaft holt. Genau. Ja, na gut. Hier sind wir nur die Highlights gerade von dem Spiel. Ich würde sagen, die klicken wir jetzt mal weg. Spiel fortsetzen. Ja. Nein, wollen wir nicht. Und ja, ich würde sagen, dann war es das auch mit dem Spiel. Das erste von hoffentlich vielen, die noch folgen. Und ja, ich würde sagen, schalte einfach beim nächsten Mal nochmal ein, beim nächsten Part. Und von daher sage ich von meiner Seite schon mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss.